Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir wollen hier immer noch in der Gilde uns mal ein bisschen hier hocharbeiten. Ja, ich bin immer noch nicht vertraut mit denen, so das kennen wir alles. Nachtklinge müssen wir auseinandernehmen hier. The traitor is a nightblade named Morgivard Ashfield, who is hiding like a craven coward in Woodwings Hold. 16 Days, also 16 Tage haben wir wieder. Dann gehen wir mal dahin. So. Wie hieß der Ort? Das ist toll. Woodwings Hold, genau. So, Find Woodwings Hold. Ganz weit da im Norden, okay. Das müsste es wahrscheinlich sein, oder? Sieht da danach aus, auf jeden Fall. 4. Ah, ne, das da. Da ist es. Das ist nur ein Stein im Wasser. Dann gehen wir mal hier rein. Komm, wir gehen durch die Tür. So, hier gehe ich mal aus, dass hier keine Geheimtüren sind. Nein. Okay. Boah, schreckt mich nicht. Und wir haben sie erledigt. So schnell. So, kleines Safe Game. Hier machen wir die drei, weil wir die erledigt haben. Autsch. Armes kleines Piggy. Was gibt's denn hier? Kein Loot, schade. Okay, hier gibt's auch nichts. Da können wir nicht looten, schade. Das können wir aber. Okay, das ist auch ein interessanter Dungeon. So, auch erledigt, nice. Okay, keine Geheimtür. Da scheinen irgendwelche Zellen zu sein. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch eine Geheimtür. Auch nicht. Sonst gibt es hier nichts mehr in dem Bereich. Aber hier geradeaus. Jo. Aber mir auch nicht. Also, erstmal hier lang. So, dann auch noch mal hier hoch wieder. Waren wir den Weg schon? Ja, den Weg waren wir auch schon. Können wir auch nur den Weg zurückgehen? Ah ja, die Tür waren wir. Oh.
Ah, das ist ein komplett neuer Weg, okay. Aber ich würde. Na komm, wir gehen noch. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. So. Dann hierhin weiter. Oh, Spinne. Und dann hier links. Hier wieder rechts. Ah, okay, hier sind wir jetzt. Dann können wir einmal alles removen. Und nochmal ein Safe Game machen auf die. Nein, hier drauf. Okay, hier ist irgendwo ein Pikmin, also so ein Werbär. Und dann hier noch mal die Treppe hoch. Komm, das schaffen wir wohl. Hier haben wir noch eine Tür. Mit zwei Türen, okay. Autsch. Was haben wir hier? Noch ein kleines Schätzchen. Nice. Komm, wir gehen hier mal weiter. Ist das? Ne, da hinten haben wir noch was, wo wir noch nicht waren. Das heißt, den kompletten Weg noch mal zurück. Dann war es wahrscheinlich hier. Ja, hier die Tür. Niemand zu Hause. Hier aber bestimmt, ne? Und wir gehen zuerst hier lang. Komm. Und hier geht es noch runter. Ui, Schätzer gefunden. Nice. Ich finde es aber trotzdem doof, dass wir mit dem ganzen Gold, was wir hier sammeln, aktuell noch nicht wirklich was anfangen können. So, erstmal hier rein. Gut, dann gehen wir mal dahin weiter. Sind wir hier schon gewesen? Ja, tatsächlich, hier sind wir schon gewesen. Haben wir alles durch? Oder? Ja, wir haben schon alles durch hier, tatsächlich. Obwohl ich höre hier immer noch irgendwo irgendwelche Viecher. Aber wir haben anscheinend alles durch. Ich sehe zumindest nichts mehr, wo man noch was machen könnte, wo man hingehen könnte. Ja, dann gehen wir. Und zurück nach Vayrest.
Geil, wir haben es wieder geschafft. Nice, was machen wir? Wo gehen wir mal wieder drauf? Sagen hier vielleicht ein bisschen, oder? Ja, komm, wir machen das hier. Wir haben nur 4 Punkte dieses Mal. Aber egal. Machen wir hier jetzt ein Safe Game auf die 1 wieder. Was sagt die Uhr? 7:11 Uhr. Ja, wir können erstmal wieder was verkaufen gehen. So, da müsste der Laden sein, ne? Also, wir müssen erstmal hier wieder 3 Stunden warten wahrscheinlich, ja? So, was können wir ihm verkaufen? Also, wie viel kriegen wir dieses Mal? Ja, komm. Was hat er hier im Angebot? Den finde ich, sieht sehr geil aus. Okay, aber den haben wir ja auch an. Aber da wir jetzt wieder ein Level aufgestiegen sind, welchen Level sind wir jetzt? Level 7. Können wir mal schauen, ob vielleicht die ganzen Läden und so bessere Angebote haben. So, wir müssen Süden. So, dann müsste hier jetzt gleich der Laden sein, ne? Ne, da hinten. Da ist der Laden. Ja, dem können wir auf jeden Fall was verkaufen. So, was haben wir zum Verkaufen für ihn? Ja, wir können dem was verkaufen. Wir haben so viel Geld jetzt von ihm bekommen. Frag mich aber, wofür braucht man die Dinger? Die sind eigentlich im Grunde nur da gefühlt, um Geld damit zu verdienen, aber ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir, wenn wir ein Haus uns kaufen, wir können ja hier Häuser kaufen, ob wir das auch so dekorieren können. So, da unten müsste auch noch ein Laden sein. So, da vorne. General Store, ja, den können wir auf jeden Fall irgendwas noch verkaufen. Sogar 2 Stück. Wir gehen erstmal hier rein. Die haben ja auch manchmal gute Sachen. So eine schöne Unterhose können wir auch kaufen. Oder sowas hier. Ich will, glaube ich, doch nicht da reingehen. So. Das packen wir mal hier rein. Und das hier auch noch. Obwohl, wenn wir den hier Portion of Healing machen wir einmal so. Jo, Gesundheit ist wieder voll. Die können wir dann auch mal ein bisschen verbrauchen. Der Pfandladen, da bin ich mir nicht sicher, ob der irgendwas hat. Dann gehen wir mal hier Richtung Norden wieder. Hier können wir noch was verkaufen, genau.
Die ganzen Ingredients. So, wo habe ich die denn? Dann haben wir erstmal alles verkauft und können wieder zur Gilde gehen. Und ich hoffe mir wirklich, dass die uns jetzt mal akzeptieren. Und uns vielleicht sogar eine neue Rüstung geben. Da sind sie schon. So, wieder eine Stunde wahrscheinlich hier. Weil es 10 Uhr ist. Jetzt 11. As a token of your appreciation, please accept this map to Castle Litovion. A full, vermin-infested hole by all accounts. Just the kind of place a budding knight should enjoy cleaning up. Maybe you are not as bad as they say, Max Deus II. You have earned a bit of respect with this knightly order. Okay. Komm, wir machen dann den hier jetzt. Ja, die trauen uns immer noch nicht. So, können wir das gleich nochmal durchlesen. Ich will trotzdem mal schauen, ob der uns mir vielleicht, geil gedeutscht, uns vielleicht noch was gibt, aber tut er nicht. Modirik, Jemhaus of the Knightly Order of Inverus told me of a giant that needs slaying in Yehov. Auf nach Yehov! Yehov. So. Schnell dahin. Save Game auf die 4. Und die Waffe wieder zücken. Dann gehen wir hier jetzt mal rein. So. Den haben wir wenigstens schnell gekillt. Die Frage, die ich mir jetzt eigentlich beim Skillen hier stelle, ist, können wir hier alles eigentlich auf 100 kriegen? Moment, ich muss irgendwas schauen. 132 sind. Yo, schreck mich nicht. Warte. Einmal das machen. Nee. So. Okay, wollt schauen, ob wir vielleicht wieder Unschuldige töten müssen. So, hier nochmal das. Ach so. Hier ist nicht ganz überflutet. Hier ist nur ein bisschen überflutet. Jetzt geht's unter Wasser. Und da haben wir jetzt die Tür. Autsch. So, alles mitnehmen. Und hier auch nochmal alles mitnehmen. Jetzt ganz schnell zurück. Oh, jetzt müssen wir jagen. Alles klar, das heißt, wir müssen gleich in irgendein nahegelegenes Dorf oder so gehen und ein paar Unschuldige als Werwolf erledigen.
Gab es da unten jetzt irgendwo noch eine Geheimtür? Ne. Stimmt, hier waren wir auch, glaube ich, schon, oder? Das ist komplett. Ne? Hier waren wir schon. Dann schauen wir uns mal den Weg hier an. Komm, hochklettern. So. Ich bin aber gespannt, wo die Riesen jetzt getötet wurden, die nicht wir getötet haben. Das ist ein relativ kleiner Dungeon. So wie es bisher aussieht. Oder hier ist eine Geheimtür? Ne, keine Geheimtür. So, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes über, als das bisschen erstmal hier abzulegen und dann hier lang zu gehen. Vielleicht nochmal ein Safe Game zu machen. Alter! Der war jetzt krass. Hier einmal vielleicht kurz resten oder hier. Autsch. Nochmal? Bitte keine Enemies mehr jetzt. Okay. Was sagt hier die Gesundheit jetzt? 121. Okay, das geht noch. Werden wir noch mit überleben? Komm, wir bleiben erstmal hier unten. I'd be a miracle if you pick this lock. Der Text war neu. Kann es sein, dass wir manche Türen vielleicht nur mit Schlossknacken aufkriegen? Manche nur auf magische Weise? Und andere wiederum nur mit Gewalt? Ah, ist hier vielleicht eine Geheimtür? Ja. Sowas bedeutet meistens immer Geheimtür. Komm. Geh auf. Autsch. On its back it's a large scorched area. This must be the one Moderic Yimhao spoke of. So, was haben wir hier? Auch alles mitnehmen. So. Der sieht ein kleines bisschen anders aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, abgesehen, dass der heller ist. Ob das vielleicht eine Elfenvariante ist oder so. Ah. Okay. Hier fehlt aber noch ein Bereich. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal kurz nach oben. Ja, ich weiß, ich muss hunten. Ich muss jagen. Aber ich muss auch mein Loot in Sicherheit bringen.
So, dann noch einmal kurz ins Safe gehen. Und dann resten. Und dann war es, glaube ich, hier geradeaus durch, ja? Okay, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Oder habe ich vielleicht doch noch was übersehen, vergessen, wie auch immer? Nope. Gut, dann gehen wir wieder zurück. So. Auf nach Verest. Jo. Jetzt sind wir erstmal ein Werwolf. Das ist sehr, sehr schlau hier. Ah, stimmt, wenn wir als Werwolf sind, laufen hier erstmal keine Unschuldigen rum. Die wir einmal kurz so abmurksen können. Wie sieht es denn hier aus? Ist nur noch 64. Toll. Sehr, sehr toll. Ich würde sagen, wir gehen erstmal vielleicht in der Taverne 24 Stunden einmal durchpennen. So, Room. Ja. Und dann jetzt 24. Wird zwar jetzt ein bisschen dauern, aber geht in Ordnung, finde ich. So. Dann können wir das einmal. Ja, wir sind wieder ganz normal. Wo ist denn der Ausgang? Kann ich noch irgendwas looten? Ja, ich weiß. Ich muss Unschuldige jagen. Guten Dame, hallo. Das ist ein tolles Zimmer. Hier geht's runter, aber ich will jetzt hier ein bisschen gucken. Auch ein tolles Zimmer, auf jeden Fall. Ich gucke mir wirklich gerne eigentlich diese ganzen Häuser auch hier von innen an. Alles sehr, sehr tolle Zimmer. Okay, jetzt sind wir halt draußen. So, da sind Unschuldige. So. Spellbook. Einmal den. You can only be cast once per day. Ah, okay. Das heißt, ich muss wieder 24 Stunden warten, bis ich hier zum Werwolf werden kann. So. You did better than expected, Max Deus the Second. Maybe someday you will even be worthy of a membership of the Knightly Order. Toll. Kann ich jetzt nochmal? Spellbook? Nochmal 12 Stunden. Will ich gerne jetzt mal machen. Was sagt jetzt die Uhrzeit? 23.44 Uhr.
Und jetzt nochmal. 12. Okay, wo sagen die jetzt Vengeance? Achso, warte, ich habe meine Waffen ja nicht ausgerüstet. Wie ist der Zustand davon? Almost new, okay. Ist er das? You see a rogue? Nehmen wir mit. Na, kleine Miets? So. Was sagt jetzt die Uhrzeit? 11 Uhr. Dann läutern wir nochmal für, sagen wir mal, 10 Stunden. So, wer ist denn jetzt hier? Vengeance. Yo, die hat aber viel Leben weggenommen. Vielleicht gehen wir doch mal in eine Kneipe. In die Taverne wieder rein. Wir müssen ja eh momentan nichts zahlen, wenn wir da reingehen. So, Room. Ja, wird wieder reichen. So, dann... Warte mal, wie spät haben wir denn? 5 Uhr? Dann 5... Ja, 5 Stunden. Wird reichen. Und raus. So, hier sind wieder Unschuldige. Den da würde ich lieber nicht angreifen. Oder den da. Aber wir machen jetzt nochmal das. Eins. Zwei. Drei. Das müsste reichen, ne? Was sagt er hier? 136, nice. Dann können wir die beiden wieder equippen. Und wir sind wieder ganz normal hier. So, weiter Richtung Süden. Das ist Norden. Ich bin so ein Genie. So, da hinten. Und hier die Ingredients können wir wieder verkaufen. So. Ah, da sind die. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, der hat jetzt bessere Sachen hier im Angebot. Jein. Warum haben die nichts Gutes? Jetzt ernsthaft. So, 3200. Immerhin. Wir gehen nochmal in den anderen Laden gegenüber rein. In der Hoffnung, dass der vielleicht was hat. Der gibt nur plus 9. Was kostet der?
Okay. Eine gute Sache haben wir jetzt. Wenigstens. Fürs Erste. Sell. Können wir den verkaufen? Der gibt aber auch nur plus 4 Armor. Aber egal. Haben wir jetzt erstmal. Immerhin. Hier der Laden. Das da. Ich glaube, es ist wieder so ein Ingredient Shop, ne? Ja. So, dann dahin. General Store. Dem können wir doch ein bisschen was verkaufen, oder? Haben wir nichts? Eine schöne Unterhose auf jeden Fall. Oder fancy Armbands. Mithril Longsword, Mithril Saber. Der gibt 6 bis 15, der 5 bis 19. Aber Longsword ist zweihändig, oder? Aber wenigstens haben die jetzt mittlerweile solche Dinger. Hier, den müssen wir auch noch mal gucken. Der hat nur Klamotten und Bücher und eine Laterne. Mehr auch nicht. Dann weiter Richtung Osten. Hier vielleicht der Laden hätte was. So hoffe ich zumindest. Ach so, fand leider, aber der könnte auch was haben. Oder wohl eher nicht. Nee. So, und dann Norden. Haben wir noch einen Laden, den wir noch absuchen müssen? In der Hoffnung, dass der auch noch irgendwas hat, was besser ist als das, was wir jetzt haben. So, da haben wir den. Hier. Bisher nichts. Mithril Daikatana, aber Daikatana ist auch zweihändig. Wenn es einfach nur ein normaler Katana wäre, ja, aber. Müssen wir ein bisschen abwarten. Hier ganz im Norden gibt es noch einen Laden, aber ich weiß jetzt nicht, was das für einer ist. Wir können nur hoffen, dass das jetzt auch nur irgendwie so ein Waffen- und so weiter Laden ist. Waffen- und Rüstungsladen. So, dahinter ist das.
Welches Gebäude ist das, das hier? Ein General Store. Ach, ich hoffe, der hat einen normalen Katana als Mithril. Nein. Ja, dann hat sich das echt gelohnt hier gerade, wirklich. Egal, dann gehen wir nochmal wieder zurück zu der Gilde. Hallo, ich will hier drüber. Ich will hier rüber. Kann ich nicht klettern. Toll. So. Wie weit muss ich jetzt noch rennen? Wieso kann ich hier nicht klettern? Wir klettern. Egal, dann rennen wir halt so rum. Dann geht's halt nur noch außen rum. Jo, Ausdauer ist auch gleich schon zur Hälfte durch. So. Können wir das eigentlich sammeln? Nee. Die Bären. Vielleicht mit einem Schwert abhacken oder sowas. Keine Ahnung. Müssten wir mal demnächst ausprobieren, ob wir so Rohstoffe sammeln können. Ja, da sind sie schon. Dann holen wir uns nochmal eine Quest. Let me see what task we have available. Komm, wir machen mal den hier wieder. I don't trust you, Max. Ja, kennen wir. Ja. So. Okay, wo müssen wir jetzt genau hin? The Hold of Ashford. To find the Hold of Ashford. Achso, da waren wir schon. Kürzlich sogar. So. Aber ich würde sagen, rein gehen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!